Turtle Power! Servus Leute, hier ist der Raven. Hier ist der Raven King. Und das ist jetzt so eine Art Hommage an meine Ehefrau, die sowas von auf die Turtles steht und die richtig cool findet. Also sehen wir mal nichts anderes, was wir gerade spielen könnten. Ja, deswegen spielen wir Turtles in Time. Und ja. Jack hat sich's gewünscht. Ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob es jetzt Optionen gegeben hat. Wir spielen einfach mal. Wenn wir schon spielen. So, Raffi. Raffi, ich nehme den Donald Dello. Ja. Ich glaube, euch hat ganz, ganz gut das, die Sega-Version von dem Spiel gefallen, was ich gespielt gerade habe, was ein bisschen abweicht davon im Level-Design und so weiter. Aber dem macht das scheiß Spaß, das Spiel. Ja, und dann haben wir uns halt gleich gedacht, machen wir es richtig, ja. Ne? So. Ich muss aber gerade mal gucken, wie du die Steuerung ist. Auf Y schlage. Ja. Bäm. Und also ich glaube, viel mehr ist nicht da, ne? Es ist nur Springe und Schlage. Jo. Was sehr effektiv ist Springe und Schlage. Genau. Also der Kick, also der dann macht. Ja. Da kannst du mehrere Gegner auf einmal. So. Ist doch Friendly Fire? Nee, ne? Das ist nicht. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, das war ein Chemteil von Travis. Ich hab's ja früher mit meinem. Ich hab noch gedacht, renn nicht. Auf dem NES habe ich das Teenage Mutant Ninja mit meinem Onkel immer gespielt. Das wäre ganz frühe Erinnerungen und das unterscheidet sich eigentlich so vom Handling überhaupt gar nicht. Und das finde ich richtig cool, dass die Spiele sich relativ treu geblieben sind. Wobei das Turtles in Time war ja ein Arcade-Titel, ne? Eigentlich. Ja, sieht auch so aus. Soweit ich weiß. Da vorne kommt Pizza, genau. Ja. Wer braucht die mehr von uns? Ich glaube, ich. Gut, dann nimm sie. Pizza Time! Das Fass konnte, glaube ich, explodieren. Aber du, ich glaube, ich hab's. Ach, für der NES gespielt kann. Also kannst du auch hochladen. Ja, sehr gern. Also ich glaube, ich hab's für beide Systeme. Ist seit Ewigkeiten wieder ein Super Nintendo-Titel, den wir hier im Retro-Freitag kennen. Und übrigens, frohes neues Jahr, gell? Es gab nämlich. Kein Retro-Freitag im neuen Jahr, das ist der erste, oder? Echt? Oder es gab im letzten Jahr keinen. Einer hat jetzt gefehlt, letzten Freitag. Machst du ich halte dich für das Let's Play als Retro-Freitag? Ja, es gibt zwei Retro-Freitage heute. Dafür, dass es letzte Woche Kenner gab, machen wir zwei. Und zwar gibt es nach dieser Folge noch eine Überraschungsfolge, eine kleine, wo sich der ein oder andere vielleicht drüber freut. Der eine schon, der andere nicht. Oh, ich bin tot. Ich war tot. Oh. Das ist gerade, wie es im 2-Player-Mode ist, ob du jetzt 8-4 Continuous hast, weil du kannst du One-Player-Mode also eigentlich jeden einmal benutzen. Ja, ich glaube, das wechselt auch. Ich glaube, das wechselt auch. Aber ich weiß, dass Turtles in Time relativ schwer war. Leicht ist es nicht, also ich habe. Und ich weiß jetzt halt auch nicht. Ach, nicht so weit gespielt. Ich weiß jetzt halt auch nicht, ob wir in der Option irgendwas hätten umstellen können, von wegen mehr Continuous oder sowas. Das wurde ja gern gemacht. Sehen wir einfach. Die Pizza nehme ich. Ja. Geil. Der ist aber definitiv ein schönes Spiel. Ich habe das früher sogar, hab's mit meinem Vater sehr viel gespielt. Ja, der hat es, glaube ich, sogar durchgeschafft. Ich nicht. Ich war noch zu klein. Zu jung und unerfahren. Jetzt kommt der Baxter. Ja. Der Dreckster. Ja, muss schon mal bevor der kommt. Ausreichen. Oh, fast wäre Schneidspur. Ist klar, dass er mich trifft, gell? Aber ich glaube, du kannst in die Luft auch erwischen, ne? Du kannst, aber es ist eigentlich. Ah, scheiße. Guck, der schießt dann halt ab, oder? Ja klar, aber wenn er gerade eh am Fliege ist. So. Jetzt hämmern! Ja, wow. So Spiele machen mir eh Spaß, genauso wie Streets of Rage zum Beispiel. Das Hämmer das schon mal gespielt? Fuck. Ich glaube, das ist egal, Mega Drive Collection schon Hämmer's gespielt, oder? Hämmer gespielt. Ich glaube, auch der dritte. Oh, der dritte war schon. Also der erste ist cool. So. Jetzt, ne, er ist down. Das war's, er explodiert. Super! Big Star! Super! Cowabunga! Ja, das Jahr kommt der nächste Film raus. Stimmt, wenn du jetzt.
2016. Von Michael Bay. Michael Bay. Ja, Michael Bay, oder? Michael Boom. Ja. Bum Bum. Bum Bum Michel. Bum Bum Michel. Ja, weiter. Bum Bum Michel. Es ist bei dem Spiel, du hast gar keinen Highscore. Ich wollte gerade sagen, ob du beim gewissen Highscore vielleicht noch ein Leben kriegst oder so, aber... Ja, du kriegst zwischendrin random, kriegst du... Ich weiß nicht, ob es random ist. Oder wenn du lang durch... Ja, kriegst du ein Leben. Geschenkt. Als Geschenk. So, als Geschenk. Ich versuche immer durch 2 Mo rechts und 2 Mo links zu rennen. Aber es reicht nur, wenn du gedrückt hast. Ah, Wichser. Ich mag den Donatello wegen seiner Reichweite. Mit dem Stab, das ist nicht schlecht. Reichweite mit dem Stab. Ja, aber ich mag den Raphael wegen seiner 3 Spitze. Aber eigentlich mag ich so den Leonardo am liebsten. Nette Mikey! Mike finden viele am coolsten und ich finde ihn irgendwie total nervig. Das ist aber auch schon mit, ja. Ja. Ah! Der Michelangelo, der gefällt mir nicht so. Er wird halt immer blöd dargestellt, also ich fand so in der alten Zeichentrickserie Macher, wenn ich ja doof dargestellt wie in der Nickelodeon-Serie. Ja, aber weißt du, oh Gott, die Roboter. Scheiße. Aber man muss sagen, was die Turtles haben, ist, jeder hat eine eigene Persönlichkeit. Das sind nicht nur verschiedene Farben. Ja. Und das finde ich das Coole, ja. Der Donatello war der Technik-Freak, der Leo war der Anführer. Wobei das so arg entschärft worden ist, ne? Der Raffaello, der... Raffaello. Ja, eigentlich Raffaello, was ich sage, nur Raffaello. Die haben ja alle mit O, die Wichser. Ja, auf jeden Fall der Raffael. Das ist so der kleine Rebell von alle. Weißt du, und der Mike ist so der Dumme, der immer Pizza frisst. Das bin quasi ich. So Gewissenskonflikt, was der immer hat. Ja, ich sage, er ist ein kleiner Rebell, kleiner Emo-Rebell. Ja. Aber in ursprünglich Comic-Reihe waren die ja ziemlich übel drauf. Die haben ja auch Leute umgebracht, also sind auch welche schade gekommen, richtig. Und die haben ja gesoffen und alles. Und die haben alle rotes Stirnband gehabt. Also es war eigentlich relativ so. Und alle halt so, die leuchtende so Arge, ne? Alle nur so weiße Arge. So. Ja, so eher böse. Und dann wird's halt vermarktet. Und wird halt für die Zeichentrickserie total entschärft. Was ich jetzt halt schlimm finde, weil die Turtles Zeichentrickserie, die alte, ist richtig cool. Ich hatte übrigens Probleme bei deinem Video, Hyperstone heißt. Weil ich war mir echt nicht sicher, schreibe ich Ninja Turtles oder Hero Turtles. Da habe ich gedacht, for the sake of the Turtles habe ich Ninja Turtles geschrieben. Ja. Scheißegal, wie es in Europa Käse hat. Fand ich dumm, dass er da ein bisschen entschärft hat. Was sieht ihr, was spielt? So, jetzt kommt In England haben sie auch oft die Waffe entschärft, ne? Das ist oft bei Filmen und so, dass sie irgendwelche Waffenszene entschärfen. Mhm. Weil die sehen das halt nicht so gern, gerade mit Ninja-Waffe. Sagen ich mal Wurfsterne oder ganz heikel sind die Nunchakus. I'm gonna mangle you, Green Team Balls! Am Arsch. Ah, fuck. Danach kommt die Kanalisation, die wird lustig. Pisst mich das an, dass ich schon eine Continue vergeigt hab, ey. Das Blöde ist, du kannst den jetzt stunlocken, weil genau das passiert. Die springen dann weg. Ah jo. Ich muss aber sagen, ich habe als Probleme zu sehen, ob ich bin oder du. Ah, deswegen die Farbe. Das nächste Mal nehmen wir dann richtig verschieden. Nee, du, selbst wenn ich jetzt Es liegt doch dran, weil ich mich mehr auf den Körper konzentriere als auf die Farbe. Geil, verstehe. Weißt du, dieses geile Grün. Dieses geile, muskulöse Grün. Ich fand Schildkröte ja schon immer geil. Ist auch. Ja. Direkt den Kopf aufquare dann, wenn es nichts herrscht. Da, die Aliens. Ja. Die Aliens. Ah ja, die Alien-Aliens. Da habe ich auch gedacht gerade, wie sehen die aus? Wie Alien-Aliens. Ah, scheiße. Ah, ajo. So. Nee, ist echt ein geiles Spiel. Es ist ein richtiger Klassiker, ne? Also... Mir ist jetzt gefallen, wenn man mit so einem altes Röhrfernseher aufnehmen will. Ja, das wäre aber es geht auch so. Es geht. Ist okay. Ist okay. Samu, warum erwische ich denn die nicht? Ah, jetzt.
Luisa, springen die wie... Ja, jetzt springe ich mit und jetzt passiert nichts. War ja klar. Pizza-Time. Geil. Ajo. Ah, jetzt kommt die Bombe. Zum Glück ist es halt nicht so assi wie Battletoads, ne? Ja, springe, springe. Ja. Ja, toll. Ja. Oh. Wo sind sie, die Alien-Aliens? Die explodieren. Guck mal, denn auch eigentlich schon in die Dino-Zeit? Boah, du, keine Ahnung. Hab ich mir jetzt nicht gemerkt. Boah, ich bin ganz schön abgegangen, hä? Mhm. 11 Foot Soldiers. Hab ich gehabt. Ja, der neue Film interessiert mich irgendwie nicht so, aber... Mich, hat der, mal auch, mich hat der andere neue schon nicht interessiert. Ich hab ihn bis jetzt noch nicht gesehen. Ah, das habe ich mich mit dir verwechselt. Jo, du Penner! Ah, immer noch. Ah! Jawohl. Meine Fresse. Tower Bongot. Bongat. Trink ich ab Bongat. Ach, ist das nächste Level schon im Technodrome? Ne, ich glaube. Na doch, ist im Technodrome. Und da sind die ganzen scheiß Roboter wieder. Technodrome. Let's kick the shell. Let's kick shell. Shell kicker. Ah, jo. Ich hasse diese Roboter, gell? Ja, den ja. Gerade jetzt sind sie. Oh, zu zweit geht's. Ach, das habe ich mich wieder verwechselt. Sind du mehr Gegner zu zweit eigentlich? Nee, ne? Das Spiel habe ich nie zu zweit gespielt. Ich hab's ja auch. So, eigentlich müsste ich ja dann gerade anziehen. Ich wollte gerade sagen. Ich weiß es nicht. Die Stor, die kleine Hundroboter, die sind noch hässlicher. Die gehen zwar schnell down, aber die sind schwer zu erwischen. Die kommen sogar in der alten Comics, also allein in den Comics auch schon, die Roboter. Naja. Also ich glaube, da ist nichts dabei, was es in der Serie so nicht gibt, außer vielleicht die Dinos oder sowas. Weil ich gar nicht weiß, gab's Erfolg in prähistorischer Zeit oder sowas, wo sie mal gereist sind oder irgendwas? Ich weiß auf jeden Fall, dass es Figuren gab, wo so Steinzeit Schicke. Ah. Yeah! Also meins könnten blocken. Wir zwei uns grün auch mal und durch. Durch Stärken. Durch Stärkenrenner oder durch die Kanalisation. Alter, Xesse, Alter, 3 auf Ammo. Jawohl. Hoppa, hoppa, hoppa. Kommt da schon der Boss? Da kommen. Ja. Tocker! Hey, 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 hey. Oh, ah, scheiße. Wow, 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 wow. Ich glaub, das sollte man nicht. Rückstart, Rückstart. Ja, siehst du, du spielst an die andere. So ja. Wie ich gedacht hast. Statt irgendwie taktisch vorzugehen, hau mal einfach drauf und das finde ich gut.
Gott, der ist schon weg. Einer down, einer down! Ah, und Kron. Nein! Nicht! So. Was ist das, was die schlugen? Us, gell? Nee. Mhm. Doch, Us, ne? Mhm. Ah, warte. In jedem Spiel muss es so Aufzugslevel geben. Mhm. In jedem. Schlag mich mal bitte, ich will wissen, ob es doch für eine Frage gibt. Okay. Nö. Kannst nicht auf mich schieben. Wollte ich gar nicht. Wollte ja, klar. Wissen, weil... ja, klar. Ja, klar. Da hinten, der hat mich geschlagen. Der hat mich geschlagen. Der hat mich geschlagen. Er war so böse. Es geht echt mit den Robotern, oder? Das war's am meisten hasse durch. Ja, so. Trotzdem hasse ich die Kleine. Ich hasse die voll, die beißen dir bestimmt in den Zähnen, das tut dann abartig weh. Dann noch woanders da hier will. Die Weise mag ich anders. Was du immer gleich denkst. Ja, vielleicht eine kleine Zähne. Achso, das kann sein. Oder eine mittlere in den Ringzähne. Ja, uns fehlt noch der dritte Teil von der alten Filme. Die erste zwei Helme. Gibt's denn auf DVD? Ja. Ah, das ist der Scheiß-Teil, wo sie drin. Ancient Japan. Ja, ja, klar. Das wusste ich, aber. Gab's doch keine Box oder so, ne? Box wird's bestimmt gerne. Ja. Ah! Ganz vergessen. Sowas finde ich ja geil, ne? Was müssen wir eigentlich genau attackieren? Einfach nur die Fußsoldaten oder die Ärmel, die da rauskommen? Wie läuft das ab? Ich konzentriere mich jetzt einfach mal auf die Fußsoldaten und achte auf die Energieleicht, ob da ins Runner geht. Ach, ich weiß es wieder. Ah, genau. Du musst nah an die Gegner dran. Und dann nicht schmeißen? Ja, du musst es schmeißen. Das war der Trick. Ah, scheiße. Aber ich muss sagen, du bist doch schon hoch konzentriert in dem Spiel, ne? Also. Und ich bin gleich down. Oh Gott. Jawohl. Wunderschön. Nein. Ah, mit dem Shuriken oder mit dem. So. Ah, jeder von uns kann alle vier spielen, ne? Ich hätte jetzt auch, Raphael. Ach so, da haben wir jetzt sozusagen oder noch auswählen können, ja. My patience. Wir müssen nur darauf achten, wenn da Continue steht, drück Start. Weil ich glaube, das ist wieder so ein Arschloch-Spiel, wo wenn du was drücken willst und sagst, ja okay, dass dann das Counter schneller runtergeht. Weißt du, was ich meine? Hm. Deswegen Start drücken. Prehistoric Turtlesaurus. Warte mal, ich mach grad die Cola auf. Cola Mix, Mix, Mix. Cola Mix, mach die Cola Mix auf. Cola Mix, Mix. Cola Mix. Wie läuft's mit dem Controller? Ist der in Ordnung? Gut. Gut. Sehen, ich bin jetzt der Leo. Fight, fight, tot ist jetzt! Warum muss eigentlich die, Megan Fox die April O'Neil Spiele, die passt ja mal gar nicht. Warum? Was hat der mit der Michael Bay? Keine Ahnung, weil sie halt bei Transformers mitgespielt hat. Ich denke auch, dass die eigentliche Szene von den Transformers irgendwie umgewandelt hätten. Schon wieder? Ich kann mir das vorstellen. Gerade von dem Night Trader diese Schiffe, das sieht genauso aus wie die Autobahn-Szenen, gell? Das sieht genau aus wie die Autobahn-Szenen, nur mit Schiffen. Ja, mit den Raumschiffen da. Das sieht aus wie im zweiten Teil oder im dritten, wo die. Ja, die Decepticons da nochmal. Keine Ahnung, ich hab nur der erste gesehen von Transformers.
Fand ihn nicht so gut. Gut ist was anderes. Du guckst schon eigentlich nur die Effekte, aber deswegen guckst du den Film. Ja, aber selbst die fand ich nicht gut, weil das Problem ist halt, ich habe zum Beispiel beim Endkampf nicht gerafft, was überhaupt los ist, wer jetzt am Gewinne ist und wer nicht. Weil überall irgendwelche Teile rumfliegen. Erstens das und dann ist die Kamera so nah am Geschehe. Ja, und das zeigt mir irgendwie. Also ein schöner Kampf sieht anders da aus, weißt du? Zehn X? Dass es selbst damals schon die Fußsoldaten gab. Das wird Penisköpfe. Warum wenn sie so warum tun die englische Footballspieler, ey? Das ist prähistorisches Football, Alter. Kennst du es nicht? Dann muss unsere Geschichte. Ah, unsere amerikanische Geschichte. Unsere amerikanische Geschichte. Die Gründerväter waren Neandertaler. Du, Scorpion. Ah, ich würde so gern dieses Tales of Shannara gucken, wo ich vielleicht schon habe. Ja, erzähl es das dem Publikum. Ich glaube, das ist aber eine Streaming-Serie. Dann brauchst du Amazon Prime dazu. Und da geht es einfach drum. Ich glaube, die müsste in Neuseeland produziert bzw. gedreht worden sein oder wird gedreht. Und da geht es einfach drum. Das ist eigentlich die Geschichte von Shadowrun, bloß ein bisschen mystischer. Bei Shadowrun hast du zum Beispiel ein bisschen auf so die Jetztzeit mit Industrie und alles, beziehungsweise ein bisschen in die Zukunft. War das jetzt so Steampunk, nenne ich es jetzt mal? Nee, das war nicht? Eher so okay, Mischung aus Fantasy und städtisches Leben, wo dann Konzerne irgendwie an die Macht kommen sind. Okay, also mehr futuristisch einfach. Biest du? Wir waren beide platt. Ja. Auf jeden Fall geht's bei Shannara drum. Oh, kannst du was gegen die machen? Wir müssen weiter. Achso, es geht darum, dass irgendwie die Menschheit, die Zivilisation untergegangen war. Die ganze Städte sind am Arsch und ich weiß nicht, ob man das mitkriegt, warum. Auf jeden Fall sind ein paar hundert Jahre vergangen. Und wie bei Shadowrun haben sich, ich glaube bei Shadowrun war es durch irgendwie Strahlung oder keine Ahnung, oder es gibt immer irgendwelche Zyklen. Auf jeden Fall gibt es jetzt keine Elfen und Zwerge. Und dort ist es so, dass sich aus der Menschen, aus Teil von der Menschen wieder Elfen und Zwerge entwickelt haben und die DNA ist so immer irgendwie versteckt, also das Hut in der Menschheit, dass es verschiedene Rassen gibt. Und da gibt es dann halt wieder Zwerge und Elfe. Und das Lustige ist, der Typ, der Gimli spielt in Herr der Ringe, der spielt doch einen Elfenkönig. Das geht auch das Coole so. Ist halt, der hat die Elfen so gehasst in Herr der Ringe, ne? Hat ja immer, ja, Jens schon immer gefoppt und so, ne? Also nicht wirklich gehasst, nicht nee, so. Nee, das war einfach so Kräftemessen. Ja, ja. Was soll denn das? Der hat noch nichts abgezogen, ne? Du musst den von hinten erwischen. Wenn du von hinten erwischt, dann geht er durch in die Hocke, genau so, und dann kannst du drauf. Auf jeden Fall ist das jetzt eine Fantasy-Welt, die Welt ist sozusagen untergegangen, man sieht noch so Nuancen, wie zum Beispiel Städte, die dann irgendwie total zugewuchert sind und wie man es halt so kennt. Und das sieht total interessant aus, weil irgendwie gibt es da 8 Dämonen und die Dämonen kommen. Enna muss links bleiben und Enna rechts. Dass denn Enna immer von hinten erwischen kann. Die Dämonen kommen so lange nicht, bis wie dieser komische Elfenbaum von denen irgendwie besteht und keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es dann irgendwann Fight und. Mehr weiß ich jetzt auch nicht, aber der Trailer sah auch ganz cool aus. Ich finde die Idee eigentlich ganz cool. Ich habe auch nie Shadowrun gespielt. Dann gibt es jetzt auch eine neue Serie, da geht es darum, dass Adolf Hitler den Krieg gewonnen hat und Amerika ist besetzt. Naja, Man in the High Castle. Interessiert mich jetzt nicht wirklich so. Ich finde, Amazon hat bis jetzt nicht irgendwie so viel, also für mich, Serie gehabt, dass ich sage, Amazon Prime lohnt sich für mich. Zumal ich bei Amazon auch nicht so viel bestelle. Wenn, dann bestelle ich meistens von den Dritthändler, was? Das heißt, ich hätte nicht einmal von dem Versandkosten frei. Ja, ist ja auch bei mir eigentlich so. Jetzt springen! Ach, spring doch! Ja, meiner will es auch springen.
bin schon wieder down. Arschgegner. Ja, aber die Serie, wo du gesagt hast, die klingt interessant, muss man sagen. Die ist, glaube ich, lustig. Land, um der Gimli in der Rolle zu sein. Ja. Der war anstrengend, ja. Der Slash. Das ist ja abgefahren. Wo geht's denn noch, der Dinosaur oder Pirate oder was? Gibt's ein Pirate-Level? Ich hab das noch nicht weiter so weit gespielt. Wieso nicht? Wieso nicht? Ah, Zukunft, ne. 1530. Anno Domini. Skull and Crossbones. Ja, Pirate, ich hab's gewusst. Ich find's cool, wenn man jetzt auch aussehen würde, ja. Wie Pirate. Ich find's geil, wenn die Foot Soldiers einfach so einen Piratenhut finden. Die Arr Soldiers. Also, denn Papagei auf die Schulter. Wie viele Schüler gab's da eigentlich, die jetzt im Foot Clan sind? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Wie viel sind das? Was? Nee. Oder sind die geklont oder was? Eine Klonarmee. Ach, das. Okay, sorry. Ich hab gedacht. Das sind die Midi-Klo-Iraner. Die Midi-Klo-Iraner. Nee, ich hab gedacht, das wären ehemalige Schüler vom Shredder oder so. Die dann zum Foot Clan sind. Aber wahrscheinlich war es dann nur ein Schüler, der geklont worden ist. Oder vier Stück in verschiedenen Farben. Mhm. Mir war jetzt nicht klar. Ah, ich hab mich wieder mit dir verwechselt. Endkomponente. Ich bin der mit der Kurze, aber. Endkomponente. 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 Was ist nett. Halt die Fresse. Die Geschisse umgekotzt. Hey. Und warum sind die wieder da? Keine Ahnung, was sind das überhaupt? Sehen aus wie Penis-Football-Spieler. Ich bin Penisball. Ah! So, hopp, drauf, 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 drauf. Wie heißen diese jüdische. Trabi. Ja. Trabi. Trabi. Ah, nee, wie heißen diese. Schappi. Diese mystische Figuren, die aus Lehm sind. Ah. Die, was bei American Dad gibt. Kack dem auf den Kreuzwacher, ne, Ich weiß, was Mensch da hat. Ah, Dings. Einmal weißt du, so sehen wir aus. Golem! 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 Oh, Golem! Oje. Wie langsam ist denn die scheiß Bombenfloge? Ich hab gedacht, die erwischt mich nicht, weil ich jetzt in der Animation drin bin, wo ich den schleuder und dann kommt sie doch und doch. Du musst aufpassen auf den Boden. Ja, ich weiß. Ich bin voll reingerannt. Pizza, ich brauch Pizza! Oh, das ist wie im echten Leben. Pizza gibt mir Kraft. Pizza is love, Pizza is life. All you need is pizza. Ratatatata. Warst du als Kind schon so weit? Ja. Gut. Deswegen hatte ich auch noch im Kopf, dass es ein Piratenlevel gibt. Du bist ein Sniper. Sieht eher aus, als würden sie Paintball-Spiele gehen. Ja. Oder ist ein Schalldämpfer. Mir leise Golem, mir leise Golem. Yeah, Bebop und Rocksteady. Bebop und Rocksteady! Die sind eigentlich von mir. Bibbidi Bobbidi und Rocksteady Steady Stagger in der Hine durch. Werfen welche ist das Nashorn? Ich glaub Bebop ist das Nashorn, oder? Oder ist Rocksteady? Ich hoffe Rocksteady, weil dann wär's jetzt der Arrsteady. Ja. Du wählst's auch nicht, gell? Kenner weißt du? Das ist ein richtig gutes Spiel. Das ist ein schönes Spiel. Kann das sein, dass wir unendlich Continuous sind? Weil. Warum? Weiß ich nicht. Jetzt haben wir das dritte Mal. Ich hab schon 4 oder 5 Mal bin ich schon gestorben. Echt? Ja. Tu nicht so überrascht, du weißt, wie scheiße ich bin. Scheiße. Geht's jetzt hier?
Ah, The Wild Wild West. Auf der Zug. The Wild Wild West. Jedes Spiel braucht ein Zuglevel. The Wild Wild West. Aha, je. Yeah. Aha. Aha. Ja, je. Da kommt bestimmt Gegner raus. Yippee. Buchsen, ey, Büchsen! Chang, ching, chang, chong, ching, chang, 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 chang. Das ist ein Weihnachtslied, was du gerade machst. Chang, ching, ching, chong, 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 chong. Ja, wie sieht's aus bei euch eigentlich, Leute? Seid ihr gut reingerutscht und so weiter? Alles okay? Alles gut? Ja, wir hoffen. Arsch voran, ne? Es war scheiß neblig, ey. Leck mich am Arsch. Neblig war's, ja. Ich war im Hesseland. Warst du auch neblig? Ja. Ich war im Kino, am Zweiter. Star Wars. Star Wars. Shit, Star Wars. Ja, wenn ihr wollt, dass wir mal über den neuen Star Wars reden, so, sagt Bescheid, weil wir wollen eigentlich kein Video machen. Mach gar nichts, mach ich mehr. Ja, dann mach ich ins Allend. Sag ich Allend. Und du auch nicht. ich verbiete es dir. Ja, wir könnten doch so ein Review machen, wo wir ganz schlau irgendwie vor dem Poster stehen oder so. Oder mit so einem Glas Wasser auf so einem kleinen Tisch. Das mit so einem schwarzen Poster. Vorhang hier, ne, weißt du? Das ist ein Poster. Wie es jeder macht. Ja, der Rakete, das bin ich. Hey, ich würde eigentlich gern mit dir drüber reden, hab aber keinen Bock, dass Leute ihn noch nicht sehen und wir dann den Film versauen. Das war mir. Ja, ne? Ist in Ordnung. Ich habe für Achtung gebetet gerade, dass ich nicht gespoilert werde. Ja, eben deswegen. Aber es ist auch im Internet gar nicht so viel rumgegangen. Oh doch! Oh doch! Ich bin froh, dass ich ihn vorher gesehen habe, sonst hätte ich ihn mir schon siebenmal. Ich habe mitgezählt, siebenmal hätte ich ihn mir versaut. So richtig. Echt? Ja. Oh, der und so. Ja. Das hier. Oh, guck mal, der. Ja. Dumbledore wird von Peter Parker umgebracht. Wenn du rennst, kannst du nämlich springen und das finde ich doof. So, aber es ist Bombe! Bombe! Warte, bis die Gegner. Aus großem Schwanz erfolgt große Verantwortung. Oh, hell, das ist scheiße. Sind eigentlich die Turtles dann Schwaben? Was wir so machen? Oh, das ist ja gemein von dir. Das ist ja schmerzhaft. Du bist aber ein feines Schildkrötli. Schildkrötli. Das ist ein bayerisch-österreichisch, oder? Schildkrötli. Nein, das ist ein feines Schildkrötli. Das ist ein feines Schildkrötli. Wobei, die würden so eher essen mit Leckersauce. I seriously little too. Leckersauce. Ich hab doch ausgeweicht. Verkackte Kicke, Fickel. Denkst du, das sind dann so geizige Sparfüchs-Turtles? Start. Ich hab eben schon gedacht, der Counter geht runter. Oh ja, denn der ist scheiße. Der war auch auf der Sega-Version. Ja, der Kacke. Der wäre jetzt gleich schon zweimal kommen auf der Sega-Version. Kommt doch die Gegner mehrfach? Der kommt gleich zweimal. Ja, jetzt ändert der ganz zweimal kommt, ne? Wenn er. Trickser. Aber das war dreckig, zweimal kommen. Okay. Kannst du mal kurz Stadt machen? Geht nicht. Ja, hätte ich nicht weiter drücken sollen. Ja. Schon gut. Mach einfach weiter. Wieso? Willst du ja noch die Nase putzen oder so? Die Mutter putzt mal die Nase. Echt? Warum macht die das? Keine Ahnung, hat sie dir noch nicht die Nase geputzt hier. Nee. Hast du gewartet, bis ein riesen Krusch drauf war? Die hat mir das Taschentuch in die Fresse gehalten und hat gesagt, jetzt stirb. Jetzt stehen. Okay, verstehe. Oh, Game Over. Oh. Wie, 2-Up? Ich hab noch 2-Up. Game Over, 2-Up. Du bist Player 2, deswegen steht da 2-Up. Ja, unendlich continuous. Du hast schon noch 3 Balken, ne? Egal, den krieg ich noch down. Siehst, den hab ich noch geschafft. Leute, das war unser Retro-Freitag. Soweit wir es gepackt haben. Ja, soweit wir es geschafft haben. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Kawabunka! Turtle Power!